Putsch in Russland, späte Einsichten und Wahrheiten. Vom 18. bis 21. August 1991 kam es zum sogenannten Augustputsch in Russland. Offiziell wird dieses Ereignis als Verschwörung, als Staatsstreich oder als verfassungswidrige Machtergreifung bezeichnet. 30 Jahre nach diesem Ereignis beginnt wohl eine ernste Aufbereitung von Ursache und Wirkung. Zu Wort meldete sich als erster führender Politiker zu dieser Thematik nicht der russische Präsident Putin, sondern der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko. Er erklärte, dass es zwei Schuldige am Untergang der Sowjetunion gibt: Michail Gorbatschow und Boris Jelzin. Lukaschenko zeigte sich überzeugt, dass sowohl Gorbatschow wie auch Jelzin einfach nur ihre persönlichen Animositäten im Kampf um die Macht missbraucht haben. Und genau deshalb ist das Land zerfallen. Die Ereignisse um die Belovezer Vereinbarung, das heißt der Vereinbarung über die Auflösung der Sowjetunion, zeigten die Hirnlosigkeit und Unfähigkeit der damaligen politischen Führer, kommentierte Lukaschenko. Erinnert sei daran, dass die Vereinbarung zur Auflösung der Sowjetunion von den damaligen Präsidenten der RSFSR, der weißrussischen SSR und der Ukraine unterzeichnet worden war. Um an der Macht zu bleiben, rief der damalige Präsident der russischen sozialistischen föderativen Sowjetrepublik, Boris Jelzin, das Volk auf, sich am sogenannten Weißen Haus zu versammeln. Tausende Bürger folgten seinem Ruf und brachten damit den Putsch zum Scheitern. Danach begannen die sogenannten wilden 90er Jahre, die das Land bis zur Jahrtausendwende in den Ruin trieben. Einer derjenigen, die die wirtschaftlichen Reformen organisierten und durchführten, war Anatoli Tschubais, dessen heutige Tätigkeit als Berater des russischen Präsidenten für viele Russen unverständlich ist. Denn er und seine Tätigkeit wird mit vielen negativen Superlativen charakterisiert. Tschubais hat sich am Wochenende zu Wort gemeldet und erklärt, dass man bei der Organisation der Marktwirtschaft in Russland sehr viele Fehler begangen habe. Er erzählte, dass vor 35 Jahren sich eine Gruppe junger und frecher Ökonomen in einem Studentenlager getroffen hatten und den Umbau der sowjetischen Planwirtschaft zur Marktwirtschaft planten. Diese Leute haben von vielen Dingen keine Ahnung gehabt und haben viele Probleme einfach nicht erkannt. Bis zum heutigen Tag, so Tschubais, wurde keine vollwertige Arbeit geleistet, um die Fehler zu analysieren und zu korrigieren. Aber trotzdem existiert die Marktwirtschaft in Russland. Auch Alexei Puschkow, Senator im russischen Föderationsrat, meldete sich zu Wort und kommentierte einen schwedischen Zeitungsartikel, in dem die Arbeit von Michail Gorbatschow in den höchsten Tönen gelobt wurde. Mit sehr kurzen, aber drastischen Worten stellte er fest, dass es an der Arbeit von Gorbatschow nichts zu loben gibt. Zu Wort meldete sich auch der Chef der Rossgarde, Viktor Solotow. Er kommentierte, dass, wenn man es wirklich gewollt hätte, man den Putsch in 15 bis 20 Minuten hätte beenden können. Mindestens 50.000 Menschen hatten sich auf dem Platz vor dem Weißen Haus versammelt, die das Gebäude hätten stürmen können.